Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. Der Herbst naht, der Winter kommt, die Tage werden wieder früher dunkel. Man muss mit Licht fahren, es gibt Nebel auf der Straße. Damit du immer weißt, welches Licht du wann einschalten musst und welches Problem es mit dem automatischen Licht gibt, das zeigen wir dir in dieser Ausgabe. Bei der praktischen Prüfung kann uns der Prüfer bei den technischen Fragen auch darum bitten, das richtige Licht einzuschalten. Es ergibt dir vor, dieses oder jenes Licht brauchen wir und das musst du dann richtig einschalten. Normalerweise ist es ja so, dass man bei den technischen Fragen eigentlich nicht durchfallen kann. Beim Licht schaut es ein bisschen anders aus, also wenn du es nicht schaffst, ein Licht einzuschalten, dann könnte der Prüfer die Prüfung mit negativ beurteilen. Wir haben beim Lichtschalter bei modernen Autos meistens drei Stufen in der Grundeinstellung. Die Stufe 0 kennst du, da ist das Licht ausgeschalten. Bei modernen Autos, die ja schon dieses Tagfahrlicht, diese LED-Leisten haben, kann man diese LED-Leiste jetzt nicht ausschalten. Sie leuchtet immer. Allerdings muss man dabei nur beachten, dieses LED-Licht, dieses Tagfahrlicht leuchtet nur nach vorne. Also hinten wäre kein Licht eingeschalten. Das heißt, wenn du also in einen Tunnel reinfährst, würde dieses LED-Licht nach vorne alleine nicht ausreichen. Da kann man dich zwar von vorne erkennen, aber eben nicht von hinten. Die nächste Stufe ist die Stufe Auto. Das heißt, hier regelt das Auto, je nachdem, welche Lichtverhältnisse herrschen, selbst welches Licht am besten wäre. Das geht über den Regensensor, also da ist ein optischer Sensor auch drinnen, der erkennt, wie hell bzw. dunkel es ist und würde für dich das richtige Licht einschalten. Du siehst das oft bei Autos, die in einen Tunnel reinfahren, dass plötzlich eben das Licht angeht. Eben da hat der Regensensor oder dieser optische Sensor entdeckt, okay, es ist zu wenig Licht und hat automatisch eben das Abblendlicht eingeschalten. Die nächste Stufe am Lichtschalter ist das sogenannte Begrenzungslicht oder Parklicht. Hier leuchten vorne auch wieder diese LED-Leuchten, hinten aber jetzt auch das rote Licht. Dieses Licht dient vor allem dazu, wenn das Auto irgendwo abgestellt ist, wo man schlecht erkennen kann, dass man eben sein Auto beleuchtet. Fahren darf man in der Nacht mit diesem Licht in Österreich nicht. Und die nächste Stufe und die letzte Stufe wäre das sogenannte Abblendlicht. Dieses leuchtet nach vorne 40 Meter, das kennst du, und hinten würden eben auch die roten Lichter leuchten. Dieses Licht braucht man in der Nacht, bei Dunkelheit, bei schlechter Sicht, wie auch immer, wenn man in einem Tunnel reinfährt. Am Lichtschalter hast du dann eben noch zwei Positionen. Das heißt, wenn man den Lichtschalter ganz vorsichtig rauszieht, dann knackt es einmal. Das wäre die erste Position. Das wären diese Nebelscheinwerfer, die nach vorne rausleuchten. Diese darf man bei Dunkelheit verwenden oder auf engen, kurvenreichen Strecken. Am Tag darf man die eigentlich nicht verwenden. Und wenn man diesen Hebel noch einmal vorsichtig rauszieht, also muss man wirklich vorsichtig machen, das geht ohne Kraft, dann leuchtet eben hinten die Nebelschlussleuchte. Das wäre vor allem, wenn man auf Autobahnen oder auf Freilandstraßen fährt, die Sicht relativ schlecht ist, dann sollte man das einschalten, um eben besser gesehen zu werden. Wir haben jetzt bei diesen modernen Autos ein Riesenproblem und das muss man auch bitte bei der Führerscheinprüfung beachten. Stell dir einmal folgende Situation vor. Du fährst am Tag, es ist Nebel und wir haben ja im Theoriekurs gelernt, dass man bei Nebel zumindest das Abblendlicht einschalten muss. Jetzt würde aber der Regensensor erkennen, na Moment einmal, es ist ja eh genug Licht, ich brauche kein Licht am Auto einschalten und würde eben nur dieses LED-Band vorne einschalten. Und das wäre eben zu wenig. Das heißt, bei Nebel, bei schlechter Sicht am Tag müsste man zusätzlich den Schalter auf das Abblendlicht stellen, also auf diese zweite Stufe oder eben, wenn es Autostufe gibt, auf die dritte Stufe, damit eben vorne und hinten genügend Licht ist, um eben gesehen zu werden. Lass dir das von einem Fahrlehrer unbedingt erklären. Ganz eine wichtige Geschichte. Wenn man das Licht nicht einschalten kann, dann könnte man bei der praktischen Führerscheinprüfung wirklich Probleme bekommen. Deswegen lass dir das zeigen. Wir haben auch ein eigenes Video noch einmal gemacht. Das habe ich dir hier oben verlinkt. Hier oben. Schau es dir einfach noch einmal an, damit bei der praktischen Prüfung alles gut geht. Falls du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at, fragen@driveacademy.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 297 00. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.